So, Freunde, Hallöchen, Puppchen, willkommen zum wunderschönen Let's Play von Dark Souls 2 und ja, wir haben ihn geschafft, den ollen Affen hier, Junge, der hat mich viel Lebenskraft gekostet, viel Nerven vor allem, der da hinten verkloppt schon wieder diesen Riesen. Warte mal. Ist das hier oben, wo ich gerade noch gesagt habe, kommen wir da hin? Hör mal, lass mal den Riesen in Ruhe hier. Ne, das geht also auch nur darunter. Hier ist schon wieder so ein Nest. Seid ihr smooth und silky? Ich will hier nicht mitgenommen werden jetzt. Lass mich in Ruhe, ey. You, you, give us smooth, give us shaky. Oh, da hab's irgendeine Ausrüstung. Da? Jungle Kettenhemd. Alter. Das wiegt natürlich auch direkt 3 Kilo mehr. 30 Kilo. Kann ich das überhaupt tragen? Hä? Ich hab ein Schild an. Was ist denn jetzt passiert? Guck mal, ich trage ein Schild. Drachenstein? Hä, was ist passiert? Hä? Dieselben Werte, aber der wiegt einfach 8000 Kilo. Was ist das? Das ist doch irgendein Bug. Ja, damit wiegt man auf jeden Fall ordentlich erstmal. 88%. Aber wir sehen aus wie... Oh ja, okay. Wir müssen was abziehen, ausziehen. Lass uns bei der Hose, bei der leichteren bleiben. Ich glaube, wir müssen unter 75% kommen, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht ist dann das Kettenhemd einfach noch eine Nummer zu groß für uns. Ja, wir sind nämlich noch immer drüber. Wir müssen gleich einfach nur einen Ausrüstungspunkt investieren. Ein bisschen in... dass wir was tragen können. Dann passt auch alles. Ich glaube, wir dürfen nicht über diese 75% kommen. So, das ist die neue Waffe? Nee, das da. Boah, ja. Da kann aber ein bisschen was, ne? Willst du? Und der Typ dann von hier oben, ne? Jetzt sind wir nämlich hier oben drauf. Jetzt können wir nur runterfallen. Da war das der da oben. Okay. Dafür uns sonst 1000 Seelen, ne? Die gehen wir jetzt erstmal ausgeben. Jetzt bin ich aber verwirrt, wo es weitergeht. Sehr verwirrt.
Jetzt bin ich richtig verwirrt. Keine Ahnung. So, ich werde jetzt erstmal meine Seelen fressen. Wir haben zwei Boss-Seelen. Wir haben die vom letzten Riesen und die vom Verfolger. Behalt sie mal. Wobei beim letzten Mal hat es mir auch nichts gebracht. So, Madame. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch eine Scherbe habe. Nee. Aber ich kann aufsteigen. Belastung. Ich würde sagen, das machen wir tatsächlich mal drei. Das ist ein bisschen Wille, damit wir den Heilzauber nehmen können. Ich glaube, er braucht dich 12. Ja, komm. Dann können wir nämlich hier mal eben umswitchen. Ach, das war schon das Menü. Ich dachte, das war schon wieder die alte. Der weg und der 12 tatsächlich, also einer hat mir gefehlt, so ein Scheiß. Weißt du was? Weißt du was? Ist mir jetzt egal. Ich brauch's eh fertig. Dafür sind sie da. Quatsch mich doch nicht immer voll. Bäh. ...4800 mittlerweile pro Level ab, ne? So, jetzt können wir uns auch heilen mit Magie. Quatsch. Da haben wir schon drin. Aber die Frage ist, heilen können wir uns nicht mit Magie, denn wir brauchen dafür ein weiteres Item. Und zwar brauchen wir jetzt nicht nur ein Schild, wir brauchen jetzt das Ding hier, die Kleriker-Glocke. Und wir sind schon bei 64% Gewicht. 75,7, wenn ich die jetzt tragen wollen würde. Das, was das hier ist, keine Ahnung. Ein extrem robuster Stein steuert die Vorrichtung des ewigen Heiligtums. Das Erbstück eines Volkes, das einen Drachen entdeckte, seine Pracht anbetete und an seiner Seite verging. Oh, eine zum ewigen Heiligtum, keine Ahnung. Kann ich die wenigstens tragen? Boah. Da bin ich immer noch nicht. Und doch, ab jetzt habe ich eine Fatroll. Ich glaube, ab 70% dann. Oder was? Ja. Okay. Da müssen wir leider nochmal irgendwann einen Punkt da reinstecken. Sagt ihr denn jetzt hier irgendwas? Bear of the Cursed. Over the hill and past the forest, where a man peered straight into the air, but whatever came of it. Okay, ich bin verwirrt. Irgendwas habe ich irgendwas verpasst oder so? Habe ich irgendwas nicht gesehen? Wir können mal zu diesem Tor gehen. Wenn wir da unten drin haben, weiß ich auch noch nicht. Ja, dann müssen wir auf die andere Seite. Heißt also, jetzt kann ich mich heilen. Dreimal. Ich gebe dem Zaubererkram eine Chance, Leute. Also, der ist weg. Und das Symbol des Königs in eurem Besitz. Auch nicht.
Wofür ist das Ding hier? Das muss irgendeinen Sinn haben. Warte mal. Wenn ich jetzt so mache, das irgendeinen Sinn? Passiert aber auf der anderen Seite nicht, ne? Da kommt man nicht durch. Ja, oh. Moin. Ach du Scheiße. Kann ja ernst sein. Der kommt ja gar nicht runter, ne? Ich steck da fest. LOL. Das finde ich super. Autsch, autsch, autsch. Wo kommen wir jetzt aus? Jetzt nicht bei dem, oder? Er wollte es, aber wir sind jetzt genau daneben wieder. Oder? Sind wir woanders? Warte mal. Ist doch derselbe Aufzug. Verschlossen. Ne, hier haben wir den Dicken besiegt. Einfach nur. Habe ich hier was verpasst oder so? Vergessen? Übersehen? Glaube nicht. Ich kann hier einfach nur kämpfen mit dem. Was ist das hier für eine Tür? Und warum war da jetzt so ein Dicker drauf? Da ist irgendwas hinter. Und das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist da, wo der komische Feuersalamander war. Ja, das hat also gar nichts gebracht. Jetzt nur tief runter. Dann hat also nichts, das ist der gleiche Aufbruch. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung mehr, wohin. Nur da, wo dieses versprungene Ding war, aber das kann niemals der richtige Weg sein. Der ist auch schon nicht mehr da. Sonst wäre mal besiegt. Zu meinem Freund. Nicht mit mir, ne? Habe ich irgendwas übersehen? Jetzt stehen da zwei. Lass doch mal den Riesen in Ruhe. Kümmert euch nicht. Kann man irgendwas machen bei dem Riesen? Leider passiert nichts.
Also ich habe jetzt schon zwei von denen gefunden. Noch einen weiteren Durchgang. Ach ja, hier. Hier war noch ein Nest. Stimmt. Schon von dem Typen, ne? Naja. Der komische Papagei von dem Typen, ne? Wo bin ich denn jetzt, Alter? Wo fliegst du mich denn hin? Also da bin ich jetzt erstmal dabei. Da haben wir jetzt zwei Truhen. Menschenbild, Dankeschön. Als hätte das jemand geahnt. Matte Glut. Matte Glut ist doch hier wieder so ein Spieleding, oder? Okay. Was ist das hier? Stärke über Giftresistenz, okay. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt einen verwende. Aber wir gehen erstmal gucken. Guten Tag. Auf jeden Fall ein Gegner. Das steht fest. Und er gibt ein paar Seelen. Aber ich komme hier auch nicht rüber. Wo komme ich denn da hin? Achso, hier. Mhm. Auf den Arsch. Jetzt lässt er da auch noch ein Item fallen. Da ist eine Truhe, da oben sind Gegner drin. Ich habe kein gutes Gefühl. Oh nein. Okay. Na, damit kann ich ja leben, aber ich habe kein Gefühl, wenn ich hier jetzt aufmache, passiert hier was. Oh, ich wusste es. Hau ab, ehrlich, ey. Wenn ich jetzt auf alles Bock habe, aber nicht auf dich. In die Fresse von mir hier. Liebesgrüße von Mekko. Duftzweig. Oh, wir können den einen anderen Weg aufmachen. Warum liegt noch was? Haben wir ja gesehen. Den haben wir ja getötet, den Typen. Was hat das für einen Sinn? Ah. Das sah schon sehr merkwürdig aus. Damit hätte man bestimmt die Hunde einfach instant schön wegfrittieren können. Jetzt bin ich ja schon wieder gereizt, den Typen hier den Arsch zu versohlen, ne? Ich meine, ich könnte jetzt hier rüber und speichern, oder sehe ich das falsch? Ja, sehe ich falsch. No way back.
Also, dieser Verfolger ohne Witz, ne, wenn er jetzt noch öfter kommt, ey, der ist einfach nichts für mich. Der ist so stark. So anstrengend. Ich verstehe das nicht, ne? Wie kommt man auf die scheiß Idee, so eine Kacke hier einzubauen? Welche Angst vor dir haben? Zorro? Das ist deine Truhe? Ich würde sagen, jetzt nicht mehr. Du alter Schlüssel. What is it? Du bist eine I don't Frau? know you, and you Ach, das ist don't eine know Maske, ne? me. Things are better that way. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you. I'm called Lucatiel. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. What a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people, while you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. Dankeschön. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Das ist, wo kein Schwert drin ist, da, ja. Whatever happens, I won't be missed. Okay. Achso, kann ich nochmal mit dir sprechen? Are an odd one, while you've made Ja, okay. Ja, ist ja gut. So, ich werde jetzt erstmal den hier machen. Ich hab ja eine Menschlichkeit bekommen, was soll's. Und dann jetzt mit Geiz, mit weißt du, mit Geiz spielen habe ich nicht nötig. Ja, auch als Mensch macht hier nichts anderes. Ein Feuer, okay. Okay, das wird mir nicht komisch. Ich bin hier der Zauberer, ne? Was mit euch? Warum kann ich euch nicht anvisieren? Da steht schon wieder ein Steinmensch vor. Oh Mann, ich habe den Luftzeug doch gerade erst. Ich brauche mir echt keine Gedanken machen, eigentlich. Die können nichts. Das wäre Verschwendung gewesen. Das hier ist auf jeden Fall so ein Bumsfass. Ja, mein Gott, komm. Was kostet's? Benutzt den Luftzweig und wir gucken, was dahinter ist. Scheiße. Ist das euer Ernst? So, jetzt erstmal den einen hier.
Und da kommt einfach 4 Stück raus. Ja, sorry, jetzt keine Ausdauer mehr, ey. Das muss ich unbedingt skillen. Ach, zum Zaubern, ey. Königsschwert habe ich bekommen oder so. Königsgroßschwert, das hier. Alter. Noch einer. Aua, voila, mein Kopf. Noch zwei. Noch zwei, aber ich kann ja jemanden rufen. Werde ich aber erst machen, wenn ich weiß, wo der Bosskampf ist dazu. Da ist er bestimmt auch schon. Hey, bist du jetzt ins Loch gesprungen? Und ist auf jeden Fall was. Das ist aber auch eine Leiter. Kann man hier auch noch jemand rufen? Lol, dann kann ich hier nicht alles rufen. Rufen wir erst den da hinten. Vielleicht können wir ja beide rufen, das wäre ja geil. Mutige Felicia. Danke. Dann war hier auch noch einer, ne? Kann man beide rufen? Das Pilgrim Belclair. Hallo Belclair. Felicia, lass mich mal durch. Danke. Man kann echt beide rufen, das ist ja nice. Belclair kann heilen und zaubern. Seid ihr bereit? Gott, ich will gar nicht wissen, was für ein Boss hier kommt. Oh, ah, aua. Hallo, Oma. In der Ecke lauern. Ach, das ist schon der Boss. Ja, okay. Scheint einer von drei Bossen zu sein, ne, wenn ich das richtig sehe. Jo. Die will mich, die will nur mich. Felicia, mach sie fertig, Alter. Gib ihr. Unwächter Yahim, Alter. Nummer 1, wo ist der zweite? Da. Wo ist denn die andere? Kommst du vielleicht mal da runter? Und hilfst uns? Oh, da ist der zweite. Weißt du, was ich machen könnte? Zaubern. Bringt aber nicht so viel. Besser wie gar nichts, würde ich sagen. Gegen 3, eigentlich eine faire Geschichte jetzt, ne? Dann Belclair, ich rette dich. Jetzt können wir den dritten fertig machen. Okay. Mutige Felicia ist fast tot. Tschüss, was war das für ein
Oschi, Alter. Ja, du kriegst ordentlich auf den Arsch. Ich nicht. Aber ich auch, aber... Lass mich doch mal in Ruhe. Nimm mal hinter dir, Felicia. Lass mich heilen. Alter, der Pfeil, ne? Der tötet aber auch fast. Guck mal. Ricke, du bist gleich im Arsch. Du darfst mich weiter anchargen. Jetzt tschüss. Yo. Freunde. Vielen Dank für eure Hilfe. Einfach weg. Zack. Vielen Dank. 38.000 Seelen. Oh. Lol. Das sah einfach aus wie eine Tür. Das sah einfach... Freunde. Ohne Witz. Ihr müsst mir zustimmen, das sah aus wie eine Tür. Ey, das sah einfach aus wie eine Tür. Ja, das kommt jetzt so rüber, als hätte ich das gewusst, aber das sah einfach aus wie eine Tür. Stille. Zauber? Stille? Oder was? Ich ja hier gucken, ne? Ja, Stille. Ein Zauber, der heimliche Aktivitäten vereinfacht, verringert alle vom Wirker verursachten Geräusche. Die östlichen Länder von Myra sind nicht nur die Heimat von stolzen Rittern, es existieren ebenfalls ein traditioneller Orden von Schattenrittern, die im Stillen Unaussprechliches vollführen. Okay, also braucht kein Mensch. Will mich ja nicht an den Gegnern vorbeisneaken. Hier sieht es auch schon wieder aus wie eine Tür. Alter, das sah einfach wirklich aus wie eine Tür, ne? Ist ja freaky. Geht das hier auch auf? Das ist ganz schön im Arsch, ne? Ganz schön ramponiert. Ich meine, eigentlich sieht ja alles aus wie eine Tür gerade. Klimpert denn hier so? Das soll man schaffen können. Ja, gibt aber auch viel Aua. Ich meine, wir haben genug von denen hier, also können es gerne mal probieren. Zum richtigen Sprung. Ey, irgendwas ein Baumbild hier oder so. Hört ihr das auch? Eieieiei. Welche Angst haben wir jetzt? Ey, du hast die Truhe kaputt gemacht. Jetzt ist da nur noch Abfall drin. So ein Arschloch. Er hat die Truhe kaputt gemacht. Ich hatte Angst, ich wusste nicht, wie stark der ist. Da kommt ein Gegner raus. Naja, das schafft man nicht. Mm-mm. Das schafft man nicht. Da muss man irgendwie anders hinkommen. Aber die Frage ist, wie? Nicht von oben. Bestimmt nicht von da. Kurios. Keine Ahnung. Willst du mich komplett verarschen? Was war das denn bitte? Ich habe 38.000 Seelen. Ich habe jetzt gerade andere Hobbys, als hier zu sterben. Was war das? Oh, Alter.
Dankeschön. Geil. Oh, geil. Guck mal, drei Gegner, ne? Und wieder direkt beim ersten Mal geschafft. Der komische Verfolger ist einfach OP. Habe ich eine bekommen? Nee. Aber ich kann aufsteigen. Gerade am Überlegen, ob ich ein bisschen Wille skille. Aber ich möchte gerne einen weiteren Zauberslot haben. Weißt du was? Ich skill ein bisschen von allem. Oder? Sollte ich mal einfach... Also Zauber, ja, ich will einen dritten Zauber haben. Sollte ich mal einfach ein bisschen Vitalität skillen? Das ist schon ordentlich mehr Leben, ne? Aber ich brauche Ausdauer, Freunde. Ein bisschen Ausdauer auskillen. Oh, schön, guck mal. Drei Zauber jetzt, Alter. Läuft. Ah, ja, stimmt. Where did you get it? I hear that embers were once used in a special process to fortify weapons. But the whole art was lost long ago. Blacksmiths can't use embers anymore. Including myself, I'm afraid. Just keep it as a souvenir. Okay. Dann müssen wir einen anderen Schmied finden. Geh mal die Leute hier fragen, ob die jetzt irgendwas zu sagen haben. Irgendwas Neues. Weil schließlich war ja hier noch die Katze und da drüben noch der komische Händler. Hallo Katze? Oh. Who are you again? No, I'm not. You do have a rather pleasant type I'm quite fond of. Ich habe nur den einen. This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Are you going to see the old ones? Those four who have grown famous. Na, die haben wir schon gehabt. Danke, tschüss. Jetzt haben wir diese Wurzel aber auch nicht mehr, ne? Oh, hallo again. Hast du noch so eine? Du hast eine Ausrüstung. Das Schild sagt mir zu. Ja, das finde ich irgendwie nice. Hat auch 90. Ich hätte gern eins mit 100. 95, Alter. Oh. Aber das kann ich noch nicht tragen. 20 Stärke. 10 hätte ich. Ich nehme den mit. Thanks very much. And do. Ich habe eins mit 100. Aber das braucht 16 Stärke. Kurva. Wir müssen unbedingt 16 Stärke skillen. So. Dann lass uns mal wieder dahin und weiter gucken, wie wir da weiterkommen, was wir so finden. Hier, ne? Das ferne Feuer. Thank you.
Komm, jetzt kämpfen wir. Jetzt kämpfen wir. Das kann nicht dein Ernst sein, dass du schon wieder hier auftauchst, Alter. Übrigens hat der vorhin auch einen Flugschaden gemacht, der richtig wehgetan hat. Der kann so einen komischen Zauber. Ist das dein Ernst, Alter? Mach doch nochmal den Zauber, dabei kann ich dich am besten treffen. Da, jetzt einfach nur hinter ihn gehen. Schild hoch. So, und jetzt kannst du draufhauen. Hast du gesehen? Geil, ne? Oh oh. Nicht zu gierig werden, Mekko. Nicht zu gierig werden. Oh Gott. Mich heilen, Alter. Ich verreck jetzt hier. Nein. Oh. Ein Treffer nur. Komm. Ja, wir sind beide tot. Wir sind beide tot. Oh, okay. Aber er hat was liegen gelassen. Ich brauche ja nicht so weit. Ach, herrlich. Habe ich die Seelen jetzt bekommen? Das wäre eigentlich wäre das nur fair, ne? Ne, habe ich nicht bekommen. Obwohl ich den getötet habe. Was soll was denn? Hätte ich da vorhin mal draufhauen müssen? Redet der anders mit mir, wenn ich Deutsch bin? Wenn ich Deutsch bin, wenn ich menschlich bin? Der Nazi. Ja, komm, mach. Keine Ahnung, ob das was bringt. Mit dem nicht. Dann alles Zwerge hier. Was haben wir denn jetzt bekommen für den Ring? Ring des Eids des Glockenhüters. Dies ist ein Ring des Eids des Glockenhüters. Leistet diesen Eid und tragt diesen Ring, um automatisch in die Welt eines Eindringlings im Reich der Glockenhüter beschworen zu werden.
Die Doppelglocke symbolisiert das Band zwischen zwei Lebenden, Liebenden, die niemals vereint sein konnten. Die Glockenhüter sind ihre ewigen Wächter, denn das ist ihre Liebe, das ist ihr Fluch. Okay. Was bist du denn? War der das jetzt? Oder kommt hier noch einer? Invasion, weißt du, der war schon da. Skeptiker-Gewürz. Tata? Bringt benötigten Willen eines Zaubers um eins. Ja, das ist ja krass. Hier sieht es auch wieder aus, als wäre hier eine Tür. Ne. Gucken uns trotzdem um. Ich drücke mal A überall. Noch so ein Vieh. Wer hat diese Wand da in den Weg gestellt? Ehrlich. Aber noch so einer, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass die das waren, die gemeint waren mit der Invasion. Ich glaube, der war gemeint. Noch einer? Okay. Machen erstmal hier eine Runde, dass wir die ein bisschen auf Trab haben, die Jungs. Und dann können wir mal ein, zwei Stück in die Fresse hauen. Nämlich genau jetzt hier den als erstes. Autsch, autsch. Er kann schnell mit dem Pfeil schießen, das steht fest. Komm. Noch ein Skeptiker-Gewürz, finde ich super. Der kriegt jetzt aufs Maul. Okay, die Pfeile sind echt gefährlich, ne? Da muss man echt aufpassen. Die haben was drauf. Aber halb so wild. Also es war jetzt nicht so weit. Die Seelen haben wir eigentlich auch schon ausgegeben. Dankeschön, Faro. Also der rote war oben der, der Invasor war. Hat da vielleicht 95% weniger krieg, hat der ganz schön weh getan. Mit einem Hieb. Na, die haben ordentlich Power hier, die kleinen Kacker. Wir haben ordentlich Power. Also ich glaube, die Taktik mit dem Rumrennen war gar nicht so verkehrt. Verpasst.
Direkt weg mit dem. Einer weniger ist einer weniger. Junge, nimm deine Seelen. Weiß gerade gar nicht. Macht das vielleicht Sinn, die auch abzuschießen? Ne, glaube nicht. Aua, oh. Da drüben sind noch welche. Die einzige Taktik, die mir hier einfällt, Alter. Die Kreisrennen. Schlingelinge. Ach komm, Alter. Aua, ey. Ein Schwarzer ist da noch, der da. Dann können wir uns dem da widmen. Alleine kann er nichts, siehst du? Noch ein Menschenbild bekommen, finde ich gut. Schimmernder Lebenstein, Dämmerungskraut. Glockenhüterschild, kann das was? Um uns eben an. Das hier, ne? Nee. Das hier? Ja. Kann aber nix. Ah, schon wieder Gargoyles, ja. Na ja, klar. Ich habe keinen Bock auf Garros. Mal wieder zwei, ne? Wofür spiele ich eigentlich Zauberer, wenn ich die ganze Zeit kämpfe? Kann mir das mal einer sagen? Den dicken Pfeil erstmal nehmen hier. Noch einer. Schön. Das sind schon drei. Ach du Scheiße, aua. Werden das noch mehr? Ja. Ey, willst du mich verarschen oder was?
noch mehr Gegner ging nicht, oder was? Der hält kaputte jetzt. Der hier, ne? Ja, das wäre Nummer 1. Jetzt haben wir schon mal einen weniger. Ach, jetzt kommt noch einer. Ey, ich muss nicht alle platt machen hier, oder? Der Kampf ist verloren jetzt schon, Alter. Wie viel die aushalten? Ich hätte niemals Maria spielen sollen, so eine Scheiße. Aua! Aua, tut mir alle weh. Komm mit dem Schwert, so viel Schaden. Ich glaube, Alter, ich hätte einfach auf Stärke screen sollen. Maria ist total sinnlos irgendwie. So viel Ausdauer, Intelligenz, wie ich gespielt habe, und ich kriege einfach gar keinen Schaden. Ah, Nummer 4 auch noch. Ah, warum denn nicht direkt 4? Warum denn nicht? Passt doch nichts. Ich jetzt auch. Autsch. Habe ich noch einen Estos? Dankeschön. Darf ich mir eben trinken? Dann kann ich entscheiden, mit wem ich hier weitermache. Ich glaube, es sind nur noch die beiden, ne? Na, erstmal der hier. Komm, Leute, ey. Ich hab noch den Schimmernden, ne? Rein damit, komm. Besser ist. Ja. Ey. Komm. Okay, das war's. Tschüss. Oh Gott. Einfach 10 Gegner. Scheiß Gargoyles, ich hasse Gargoyles. Ja, brauchst jetzt nicht mehr zaubern, nimm dein Schild in die Hand. Aber Zauberer ist so nutzlos, ne? Wenn der Zauber mit Heilen und so wenigstens schneller gehen würde, ne? Dann würde ich ja sagen, das macht alles noch Sinn. Ritualwand des Südens. Wer kennt's nicht? Hat hier irgendwas? Ja. Oh, erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber? Na gut, den brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Erstmal ein Schrettner-Leuchtfeuer hier. Hat euer Ernst, wenn ich da jetzt runtergehe? Kämpfe ich mit 9000 Hunden?
Und hier sind 20 Hunde. Wollt ihr mich verarschen? Kann ja ernst sein. Na, den muss ich jetzt anvisiert kriegen hier. Schon ein weniger. Aber ein bisschen heftig hier mit den 90 Runden, ne? Und da haben wir nochmal zwei. Den kriegen wir jetzt auch anvisiert. Dwarfenarsch. Der so gierig ist halt, dass er schon an meinen Arsch wollt, ne? Auch noch ein Invasor. Immer, hast du keine anderen Hobbys oder was, als mir jetzt hier auf den Sack zu gehen? Ich schieße einfach von oben ab, ist mir egal. Kurva. So, noch du kriegst den hier ab, Alter. Das sag ich dir. Hier. La Pimmel. Fällt dir ein, hier reinzukommen, wenn ich gerade mit den Viechern kämpfe? So, ich habe den gar nicht mehr anvisiert. Deswegen komme ich den nicht. Der Vogel. Krieg ich nicht mal was für, weißt du? Doch, Menschenbild. Warum ist noch ein Hund? Was ist mit dir? Du hast keine Lust? Oder was? Alcheon-Zauber? Der da? Macht er auch noch Zauberschaden oder was? Oder sagst du mir jetzt etwa, damit könnte ich sogar zaubern? Das wäre ja wohl... Nee. Er macht einfach nur Zauberschaden. Aber fehlt mir noch Geschicklichkeit für, also weg damit. Sieht jetzt wieder aus, als wäre hier eine Wand. Das aber nicht. Dann verstehe ich den Sinn hiervon nicht, muss ich gestehen. Drachenzahn, verstandet das etwas, Leuchtkäfer. Das haben wir neu bekommen. Verursacht mehr Schaden, erleidet weniger. Wertlos Abfall. Dankeschön. Dämmerungskraut stellt Zaubereinsätze wieder her, okay. Das stellt ein paar her, das ist komplett. Sehr nice. Ah, da haben wir das verstandene etwas nochmal, okay. Und Drachenzahn. Keine Ahnung. Da war's. Alter. 50 Stärke, 313 Damage. Kein Kommentar. Also ich weiß ja nicht, wie viel Seelen die Hunde jetzt bringen, ne?
Wir haben erstmal wieder 38.000 Seelen. Ab nach Majula. Ich weiß ja nicht, wie viel die Hunde bringen, aber die kann man da auch sehr gut farmen, einfach mit dem... Was ist das für eine Pose? Wir sind schon bei über einer Stunde. Seek the king. That is the only way, lest this land swallow you whole. Das können wir nicht, ne? Ne. Aber wir können aufsteigen. Ja, keine Ahnung. Wir bleiben weiter bei Zauberer. Was sollen wir machen? Das, alles andere macht keinen Sinn. Ich glaube, und am Ende, wir können ja immer noch, wir haben dieses Item mit mir umskillen können, wir müssen nur den Typen dafür finden. Ich skill jetzt auch noch mal Wille. Weil das macht Bonusschaden. Das macht meine Abwehr ein bisschen höher. Und meine Heilung wird dadurch ja auch stärker. Und dann, also, versteht ihr, und dann spielen wir noch ganz viel Intelligenz. Those who come to dread that have that bit, although he does offer sound advice. Perhaps he's. Dann mit dem Ritter da oben reden, hat sie gesagt. Look at our new neighbors, how they fret over all and sundry. Oh, those were. Ah, oh, dear me. Do you see the way beyond? That was what you made, but don't. Hate. Ja, okay, das hat er vorhin schon gesagt. Halt leisten. In a rush. Keine Ahnung, ob das jetzt sinnig war mit den mit der Willenskraft, aber ich vermute, dass dadurch ja auch meine Heilzauber stärker werden. Wenn später eine große Heilung kommt, werde ich Willenskraft brauchen und die große Heilung werde ich auch brauchen. Aber ich wollte jetzt hier nochmal gucken, ob da jetzt irgendwas steht bei dem Dings, bei dem Eid, den ich jetzt gerade habe. Eide? Rang 0. Okay. Keine Ahnung. Gut, Freunde, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich kenne das Ganze, ne? Lasst ein bisschen Liebe da hier unten, ne? Hier. Lasst ein bisschen Liebe da! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Also, haut rein. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!